Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, 111 Jahre Arminia ist sicherlich eine Besonderheit. Der ein oder andere hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass dieser Verein 111 Jahre alt wird. Wir sind wer, wir können ganz entspannt in der Saison die Saison zu Ende spielen und insofern freut mich das natürlich riesig, dass das Fest ordentlich angenommen wird und ich hoffe, dass viele hier möglichst viel Spaß haben. Wie der Verein das in der Vergangenheit schon häufiger gemacht hat, möchten wir auch diesmal ein Sondertrikot den Fans anbieten und die Mannschaft hat sich bereit erklärt, darin zu spielen und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir das anlassbezogen zum 111. Geburtstag jetzt präsentieren können, anbieten können und Alpecin vor allem auch auf eine Werbefläche verzichtet hat, sondern gesagt hat, hört zu, das ist allein euer Trikot, das Trikot der Fans und das war die Idee und deswegen gibt es dieses Trikot am Sonntag passend zum 111. Geburtstag von Arminia Bielefeld. Ja, ich war heute an der Kasse und im Fanshop ein bisschen so, habe die Leute beraten, habe auch ein paar Trikots von mir natürlich verkauft. Habe da die Leute ein bisschen so in die Richtung getrieben, dass sie Torwart-Trikots kaufen. Wie gesagt, ansonsten war ich an der Kasse. War ganz spannend, habe das als Kind mal gemacht. Meine Mutter hatte so einen Tante-Emma-Laden, da stand ich als Kind schon immer an der Kasse. Aber die Kassen jetzt hier sind schon etwas fortschrittlicher als noch vor 20 Jahren. Ja, also das weiß ich nicht so richtig, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Also da die 2 Stunden vergingen wie im Flug und sorry für die ja da an meiner Kasse gestanden haben, hat ein bisschen länger gedauert, aber hat wirklich unglaublich Spaß gemacht und ich gehe jetzt auch noch rein und mache noch zu Ende meine Arbeit, damit mir keiner was nachsagen kann und dann gehe ich glücklich nach Hause. Ich habe die Ehre gehabt, ich durfte heute Bier und Radler zapfen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch einiges an Geld reingekommen. Am meisten über die Theke ist natürlich das blonde Gerstensaft gegangen. Tja, also es gibt eigentlich nichts, was jetzt die Stimmung trüben könnte. Also wirklich, wir sind mit breiter Brust aus Leipzig zurückgekommen und haben davor das Spiel gewonnen. Deswegen freuen wir uns einfach, dass wir hier nochmal auslaufen dürfen und ja, die Fans hoffentlich nochmal beglücken können und einen versöhnlichen Abschluss hier feiern können. Ja, wir wollen natürlich nochmal einen Heimsieg holen. Dadurch hat man dann, werden wir dann auch Spaß haben, alle zusammen. Aber Ziel ist natürlich da nochmal gerade zu Hause, wo es diese Saison vielleicht nicht so optimal lief, nochmal da ja, ein schönes Abschlussgeschenk den Leuten zu machen. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.